In einem Vorort von Stuttgart und stehen hier vor einer Kirche. Hier wird heute unser Vorkonzert sein zu der Lebenslaut-Aktion 2016. Das lebenslaute Aktionskonzert steht in diesem Jahr unter dem Motto Schlussakkord dem Drohnenmord. Wir werden übermorgen am Montagvormittag das AFRICOM hier blockieren. Das ist eine US-Kommandozentrale. Auf dem AFRICOM-Gelände, den Kelly Barracks in Stuttgart-Möhringen, arbeiten 1500 Menschen, zur Hälfte Militärs. Die Todeslisten für Afrika werden hier erarbeitet. Und von hier kommen die Befehle für die Drohneneinsätze. Die USA führen also von Stuttgart aus einen Drohnenkrieg in Afrika, den wir für völkerrechtswidrig halten. Und das werden wir ja, Montag früh blockieren mit Chor und Orchester. Also wir sind gegen 6. Jeweils angekommen an unseren unterschiedlichen Bühnen bzw. Toren, also an den 4 Eingängen, zu denen wir hin wollten. Es gibt hier nur 4 Eingänge. Haben uns da aufgestellt, Notenständer ausgepackt, Instrumente rausgeholt und halt angefangen zu singen und zu musizieren. Hat ja alles ganz gut geklappt. Heute Morgen hat offensichtlich noch niemand mit uns gerechnet. Und ja, wir haben das Tor jetzt zugemacht sofort, musizieren da jetzt schon eine Zeit lang. Mein Kenntnisstand ist, dass seit 6 Uhr alle Tore, alle Zugänge dicht sind hier. An dem Tor, wo ich war, kamen zuerst ein paar Fußgänger, die tatsächlich sich so da durchdrängeln wollten. Das hat halt nicht geklappt, weil wir davor saßen und Musik gemacht haben. Und, dann kam die US-Militärpolizei und hat so ein bisschen zugeguckt. Und irgendwann hat dann die deutsche Polizei angefangen zu sagen, dass wir weggehen sollen und so weiter und so fort. Und zwischen 9 und 10 hat sie uns dann tatsächlich geräumt. Wir hatten alle Eingänge dicht, da ist kein Auto reingekommen, kein Fußgänger. Und das war ja unser Ziel, dass wir für ein paar Stunden tatsächlich hier den normalen Betrieb unterbrechen. Und das war so. Insofern würde ich sagen, voller Erfolg. Jetzt kommt das Hauptkonzert mit Werken für großes Orchester und großen Chor, unter anderem das Mozart-Requiem von Beethoven, die Coriolan-Ouvertüre. Dazu haben wir eingeladen, das war offiziell angekündigt und man sieht hier auch hier einiges an Publikum aus der Region. Früh war eben der zivile Ungehorsam und jetzt ist es etwas weniger ungehorsam und dafür etwas öffentlicher.